Servus Leute und herzlich willkommen zu Mario World. Yeah, immer noch bin ich krank. Sorry dafür. Und wir werden uns jetzt in dieses Castle hier begeben. Das ist schlimm, das Level. Das ist super schlimm. Ich hasse Schlangenblöcke. Aber das wisst ihr ja bereits schon. Und danach geht's noch heftiger ab. Und ich mag's überhaupt nicht. Das Level ist einfach beschissen. Ja, das Level ist richtig beschissen, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. Richtig beschissen, Leute. Richtig beschissen. Das ist super sch... Oh, Alter, das war knapp. Okay. An dieses Power-Up da oben kommt man nur so ran. Warte mal. Ich möchte den Trick euch zeigen. Und zwar so. Wir sind noch geistig zurückgeblieben, diese Wichser. Okay, los. Los geht's. Dumsterdums. Du dumsterdums. Du absterdums. Alter. Leute, Leute, chillt mal euren Arsch. Mal leck mich am Hoden. Ich bin wieder groß, das ist super. Alter, das Level ist einfach nur zum Abkotzen und ich hasse es. Und wenn ich nicht so gut kommentieren kann, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich auch nicht gesund bin. Aber das hört man wahrscheinlich an meiner Stimme. Sie hört sich nicht wirklich gesund an. So, los. Oh, du Ficker. Verpiss dich. So, hier müsste Magic Koopa spawnen. Um diese Mauer wegzublasen. Komm, Magic Koopa, Magic Johnson, ey. Komm, Brother. Mann, du Ficker. Okay, verpiss dich. Okay. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Brother. So, jetzt mach das mal auf. Kann das keiner aufmachen, oder was? So, wo sind die Ficker? Wo ist der Ficker? Komm her, du Hundeficker. So, Leute, mein Headset ist abgespackt. Sorry dafür. Jetzt geht's aber weiter, wie gemütlich weiter. Es macht ja nichts aus, eigentlich. Eigentlich, sagen wir es mal so. So, komm her, Magic Johnson. Bitch. Not okay to be gay. So, komm, Brother. Alter, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Verdammt. Alter, chill mal dein Arsch. Alter, chill. Alter, wie krass das ist einfach nur. Wie krass das einfach wird. Auch schlimm, schlimm, Leute. So, verpisst euch. Okay. Ah, oh, sehr geil. Endlich sind wir hier. Ah, oh, wir können kriegen so eine Feder. Saugeil. Saustark. Und jetzt kommt der stärkste Boss ever. Er ist genauso stark wie der erste. Ja, toll. Besiegt. Wir haben es gepackt. Jawohl, bitches. Saugeiler. Ah, oh, shit. Perfekt. Haben wir gepackt sogar sau schnell eigentlich. Also es geht eigentlich. An sich ist das Level ja eigentlich sau lang. So, wir kicken das einfach mal weg, das Schloss. Als ob er es nicht am Anfang das einfach so machen konnte. Mario has defeated Larry Koopa in Castle 7. Alter, das left us Bowser's Castle, where Princess Toadstool is being held. Can Mario rescue her and restore peace to Dinosaurio Land? Ja, können wir. An sich ist das ja gar nicht schwierig. So, bevor wir uns zum Bowser-Schloss begeben, das ist im letzten Part erst geschehen, werden wir natürlich die Star Worlds machen. Hier gibt es einen Secret Exit, nur die Secret Exits bringen was. Die Normal Exits bringen nichts, aber wir werden die Normal Exits auch mitholen. Und ich hole erstmal das Normal Exit. Weil ich glaube, dann kommen wir zum ersten Level von dieser regulären Star World. So, komm. Dann halt nicht, Alter. So, ich brauche nicht mal. Ich brauchte das nicht mal. An sich kam ich auch so locker dorthin. Mit der Feder. Das ist das Overpowered an dieser Feder. Aber das ist schön, dass es Overpowered ist. So, ich weiß ja, wo das Secret Exit hier ist. Aber wir holen das Normal Exit erstmal. Ja, das Normal Exit ist nicht schwierig. Ganz und gar nicht. So. Da kommen wir nämlich zur regulären ersten Star Road.
Aber jetzt holen wir noch das Secret Exit, wenn wir das Level schon mal gesehen haben. Das Level ist an sich nicht so lang, wie ihr seht. War auch gar nie lang. War nie lang. Ey, komm, dann leck mich, Alter. So, es ist ein Scheißblock. Den kann man eigentlich selber kontrollieren, aber ich krieg's einfach nicht hin. So, genau, wir brauchten dieses hier. Okay, es wird ein bisschen schwierig. Aber kriegt man hin. So, jetzt brauche ich noch einen Yoshi, den ich opfern kann, also von dem ich abspringen kann. So, dann haben wir ihn gefüttert und jetzt ist er groß. Jetzt haben wir einen gelben Yoshi, das ist ziemlich cool. Aber ich will den nicht. Nicht wirklich. Genau, wir gehen jetzt nach oben. Super. Dort ist nämlich der Secret Exit. Wir brauchen aber alle Schalter, um da durchzukommen. Also ohne die Schalter kriegt ihr das Secret Exit auf keinen Fall. So, dann los geht's. Dims, dims, dims. So, da ist das Secret Exit. Das fand ich immer als schwierigsten, also dieses Secret Exit von allen her. So, das führt uns weiter, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen ja jetzt erstmal alle Normal Exits und Secret Exits holen. So, hier fehlt das Normal Exit. Ach ja, der Schlüssel, der war ganz rechts. Glaube ich. Ja, der war ganz rechts einfach. Wir holen dann zuerst wenigstens schon mal das Secret Exit. Das war einfach nur ganz rechts irgendwo. Ja, hier. Sau schwer. Nee, war es nicht. So, das war's. Das Secret Exit ist gelöst. Jetzt haben wir noch das Normal Exit, obwohl es uns nichts bringt, aber das machen wir einfach. An sich bin ich ein fairer Typ. Dims, 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 dims. So, los geht's. Ab nach unten. Aber ziemlich gemein, wenn man das blind spielt und dann findet man den Schlüssel natürlich auch nicht. Kann man auch verstehen. Ich habe das auch so durch Zufall gefunden, als ich nur rechts lang gegangen bin. Da sieht man natürlich auch mal ein bisschen was, ne? So, weiter geht's, Bitches. So. Okay. So. Ihr habt gerade meine Mutter gehört. Die ist ins Zimmer gegangen. Ich habe leider nicht abgeschlossen. Ist aber auch egal. So. Okay. Alles klar. Okay. Ich habe mich auch gerade erschreckt, weil ich dachte, ich habe es halt zugemacht. Und so, das Normal Exit haben wir auch geschafft. Jetzt kommt das Normal Exit von und also das Normal Exit und das Secret Exit von diesem Level. Ach ja, das war schlimm. Das war super schlimm. Ach, das war super schlimm. Weil es hat sau lang gedauert, glaube ich. Also so habe ich es in Erinnerung. So, du kannst das essen hier. Dann wirst du groß, aber ich brauchte dich gar nicht. Dich brauche ich eigentlich gar nicht groß. Warum auch? Mit dir bin ich sau langsam im Schwimmen. Aber das ist ein blauer Yoshi, der ist ziemlich cool. Mit jeder Shell kann er nämlich fliegen. Und das ist dann schon saugeil. Ne? So. Das Normal Exit wäre in dieser Röhre. Und das holen wir uns jetzt erstmal auch. Okay. Los geht's. Bitch. Normal Exit. Okay. Dankeschön. Okay. Das Secret Exit ist nämlich noch ein bisschen tricky. Das Secret Exit in diesem Level ist ganz anders. So, erstmal schön einen Stern holen. Super. Weg mit euch. Weg mit euch, ihr Pisser. Okay. Bams, One-Ups. One-Ups fahren bis zum geht nicht mehr, Bitches. So scheiße, ich hab den Stern nicht mehr erreicht. Na egal, da verpisst euch. Ich glaube, mit dem Yoshi zu schwimmen ist auch ein bisschen schwieriger. So. Okay, verpisst euch. Das Secret Exit befindet sich nämlich unten. Und zwar, wenn man hier lang schwimmt.
Das sieht man ja eigentlich. Da könnte man ja durch einfach. Ist ja nicht wirklich schwierig oder so, darauf zu kommen. So, da ist das Secret Exit. No problem, Houston. So. Wenn ihr fragt, warum meine Mutter reinkam, ich bin ja krank. Und sie hat mir Tee gemacht. Ja, ist sehr nett, ne? So. Dich muss mal rauskicken. Alter, fick dich, Yoshi. Ess doch nicht diese ganzen Blöcke. Die brauche ich nämlich noch. Um den Ficker da rauszukicken. So, genau. Ist ja nicht falsch. Wir müssen da hochfliegen, nämlich. Da ist der Schlüssel drin und das Schlüsselloch. Das Level ist wirklich kurz, also sehr, sehr kurz. Das Normal Exit ist sogar noch kürzer. An sich müsst ihr für das Normal Exit nur nach rechts laufen. Das ist schon ein bisschen behindert eigentlich. Seht ihr, da ist das Normal Exit. sau leicht. Einer Minute haben wir Normal Exit und Secret Exit geschafft. So, weiter geht's mit diesem Level. Ach ja, das war dieses Level. Ich glaube, das war das schlimmste Level, wie ich finde. Natürlich nach dem letzten, was wir schon gemacht haben, also das erste, was wir da angezockt haben. Das war eigentlich nicht das erste, sondern eigentlich das letzte. Aber ist auch egal. Weil an sich haben wir alle, machen wir sowieso alle. Und das ist scheißegal, welche Reihenfolge. Ist ja eigentlich so, ne? Also ich mache mal sowieso jedes Level, also ist das völlig egal. So, das finde ich am nicht so schlimm, also dieses Level. Aber die Secret Exits und die Normal Exits sind halt saulang, wie ich finde. So, genau, wir brauchen ein, wie soll ich sagen, eine Shell. Und die bekommen wir hier unten. Ja, die hier oben meine ich. Genau, das war das Secret Exit. So. Normalerweise könnten wir jetzt schon zur nächsten Ebene gehen, aber das Normal Exit fehlt ja noch. Und das machen wir auch. Ich bin fair, ich mache alles. Und das ist auch nur fair. Mehr ist es ja nicht. So, verpiss dich. Also ich kenne nicht jedes Secret Exit hier. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber ich kann mich nur nicht an die Levelnamen erinnern. Aber an sich, wenn ich das Level dann sehe, dann kenne ich die Secret Exits auch immer. So, verpiss dich. Ich weiß nur nicht, welches Level was ist. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Man kann sich natürlich nicht alles merken. Das ist nicht so, das ist leider nicht immer so. Es geht leider nicht immer so. So, weiter geht's, Bitches. Okay. Also wie ihr seht, braucht man wirklich viele Switches für die Secret Exits. Aber man kann es auch ein bisschen cheaten. Das weiß ich sogar. Weil ich konnte mal... Also ich habe meinen Speedrun gemacht. Also einfach ganz normal dieses Spiel durchgerast. Und Secret Exits kann man ein bisschen cheaten, aber natürlich kann ich es jetzt euch nicht zeigen, weil ich die Switches schon habe. Und nochmal das Spiel durchspielen wäre ein bisschen schade. So, ab jetzt gibt es keine Secret Exits mehr. Nur noch normale Level. Und das ist eigentlich nicht mal so schwer, das Level. Ist so ein Einstiegslevel. Danach werden die Level immer schwieriger. Und zwar richtig schwieriger. Damit ihr Bescheid wisst. So, hier ist eine Ranke, ne? Genau. Okay. Komm mal hoch. Dann kommen wir hier hoch. Genau. Wir haben eine Feder, aber die bringt uns jetzt nichts, weil wir schon zwei haben. Was ist das denn für ein Scheiß jetzt? Okay. Nach oben. Und jetzt müssen wir nach unten fliegen. Das ist ziemlich cool. Und das war's mit diesem Level, glaube ich sogar. Oder? Nee, da gab es ja noch Switches. Die man aus Spaß drücken konnte. Die dir aber nichts gebracht haben. Okay. So, da haben wir es geschafft. Kein Problem. Alter. So. Tubula. Ach nee. Was ist das Level? Das Level ist das schlimmste Level in Mario World. Ach Gott, das ist echt schlimm. Damit ihr Bescheid wisst. Das ist das schlimmste Level in Mario World. Und das meine ich ernst. Guckt mal an, Alter. Das ist saukacke.
Ihr werdet selber dann gleich sehen noch. Genau, es wird noch asozial, Leute. Wie ihr seht, ist das ganz basiert auf diesem Ballon da. Und an sich muss man immer den Ballon wechseln und das ist ein bisschen asozial. Und genau diese Ficker, die sind richtig asozial. Mann, die sind asozial! Leck mich, Alter, das ist die schlimmste Stelle hier in diesem Level. Ach Gott, Tubular. Ist super. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Schlimm, schlimme Scheiße. Ja, sehr schlimm. Alter, was ist denn los mit euch? Aber was bringt dieser P-Switch eigentlich? Hab ich noch nie verstanden. Mann, leck mich doch, du Scheißficker! Mann! Asoziale Kacke. Echt asozial, Leute. Ich hasse das. Ich hasse das Level, das ist so asozial. Tubular ist so ein schlimmes Level. Ich kann ja mit diesem Ballon nicht so gut umgehen. Damit ihr Bescheid wisst. Mann! Sau schlimm, Alter. Ach, ich hasse dieses Level so... Mann, was machst du? Mann, ich hasse dieses Level. Was ist das für ein Scheiß? Das ist so ein Kack-Level. Das ist schlimm, Alter. Das ist asozial. Damit ihr Bescheid wisst, Alter. Alle Leute hassen dieses Level. Nicht ohne Grund. So, verpiss dich, Alter. So, hier war noch ein Ballon, oder? Dankeschön, Gott. Dankeschön, lieber Gott. Ach, verpiss dich, du Kröte. Okay, in beiden Blöcken wäre gar kein Ballon gewesen. Ach, das ist so schlimm. Gib mir den Ballon her. Mann! Fick dich, Alter! Mann, ist das ein asoziales Kacklevel. Alter, ist das Kacke. Mann, ich hasse dieses Level! Gott, ist das scheiße einfach nur. Das ist einfach nur so größter Scheißhaufen von diesem Level, Alter. Alter, ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Komm, verpisst euch. So, hier bin ich sicher. Hier bekomme ich sogar einen Ballon. So, verpisst euch. Okay. Seht ihr, wie asozial das einfach nur ist? So, ich bleib hier. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Mann, ich hasse dieses Level. Mann, ist das beschissen. Tubular, du bist kacke. Genau, vor diesem Level hatte ich am meisten Schiss. Das ist einfach nur so beschissen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich auch selber behindert sterbe. Darum bin ich größtenteils auch selber schuld. So, komm jetzt. Los geht's, Bitch. Alter, das Level ist so beschissen. So, komm schon, bitte. Okay, okay, chill. Chill. Mann, ich sehe nichts mehr. Okay, verpiss dich. Chuck, verpiss dich. So, verpiss dich, du auch. Genau, du Wichser. Das ist so kacke. Okay, komm. Weiter geht's. Scheiße. Da ist das Ziel, endlich. Mein Gott. So ein asoziales Level, Alter. So.
Alter. Weiter geht's mit diesem Level. Okay, das war, glaube ich, nicht so schwer. Was ist das? Es erinnere ich mich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Das war aber, glaube ich, nicht so schwer. Na, nee, nicht, überhaupt nicht schwer. So, chill. Okay, gut. Müssen wir ein bisschen schneller switchen, so gesehen. Okay, weiter geht's, da entlang. Perfekt. So. War's das schon mit diesem Level? Ich glaube nicht. Hier gibt's einen Yoshi-Flügel. Brauche ich aber an sich gar nicht. So, das ist kein Problem. Okay, chill. Chill. Chill deinen Arsch. Okay, no problem. Okay, bis jetzt immer noch gar kein Problem. Ich sehe darin kein Problem. Auftauchen. Wie in Sidos Boxershorts. Ah. So, bleib chillig. Okay, okay. No problem, wir haben es geschafft in First Try. So. Alter. Ja. So, dann machen wir noch das Level hier. Da wir die letzten vier Level und Bowser Schloss natürlich in einen Partner machen können. Fünf Level wären dann viel zu viele. Glaube ich zumindest. So. Alter, ich hasse euch. Damit ihr versteht. So schwer ist das Level bis jetzt überhaupt nicht, wie ich finde. Gar kein Problem eigentlich. Okay. No problem. Alter, ich konnte nicht springen. Sau asozial. Okay. Chill. Drap, drap, drap. Nein! Wieso springt er nicht? Ey, komm. Das war beschissen. Das war beschissen. Obwohl, auf höchste Male. Nö, ich konnte nicht springen. Nö, zählt nicht. Nö, zählt nicht. Leck mich am Arsch. Sau unfair, Alter. Das Level ist sau unfair. Ich konnte nicht springen, Alter. So eine asoziale Kacke. Alter, ist das eine Scheiße. Okay, weiter geht's. So seht ihr, gar kein Problem eigentlich. Ja komm, das habe ich verkackt, das gebe ich auch selber zu. So gibt's einen Stern, das ist saugeil. Hier kann man sau viele One-Ups farmen, Leute. Okay. So, dann chill mal den Arsch. Sind wir gleich da, wir sind im Ziel. Perfekt. Und das war's für diesen Part, meine Freunde. Das war's für diesen Part, auf jeden Fall. Also haut rein. Bis zum nächsten Part, zu den letzten Level von diesem Spiel. Und wie ihr seht im Hintergrund, es sieht saugeil aus. Also diese SNES Special. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Haut rein, ciao.